So, hallo again. Hier ist wieder euer Rave. Schön, dass ihr wieder alle am Start seid. Und wir sind in der nächsten Folge War for the Overworld. Ja, wir haben ja letztes Mal schon mal reingeguckt. Wir sind hier am schönen Morgenpass. Lämmer im Schlachthausen. Genau da werden wir jetzt einsteigen. Also nicht lang schnacken, rein da. Ja, die Zauberin hatten wir eben auch dabei. Oder in der letzten Folge vielmehr. Welcome to Belmont's Pass, Underlord. The Imperial Army are itching to reform their forces, and they mean Hallo? to use this dwarven pathway to speed up their traverse. Okay, We'll enter ist. the Undermountain from the east and march straight to the Western Passage. Flay them down to their bones, Underlord, and make sure they don't reach their objective. If they get through your defenses, the Empire will rally their forces and offer up some stiff resistance. Get cracking, Underlord. Prepare your traps and defenses. Entomb them at the moment of their salvation and crush the morale of these Imperial stragglers. Kriegen wir hin. So, also wir machen jetzt erstmal hier so ein paar Grundräume, so 5 auf 5 die meisten. Da kriegen wir eigentlich das Wichtigste unter. So, und dann müssen wir da. Dann werden wir hier hinten den Ausgang machen. Ah, wir haben ja wieder schöne Zauber parat. Lass mal Lugi Lugi machen. Ja, genau, wunderbar. Hier ist unser Ausgang. Wenn wir hier das Gold noch mitnehmen, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen aufpassen. Cannot store more gold. Na, guck mal hier. Ja. Wir können jetzt Storm of Gold, ist aber nicht ganz so wild. Wir kriegen da schon genug zusammen. Dann machen wir noch ein 5 auf 5 hin. Dann kriegen wir hier vielleicht noch ein 5 auf 5 hin. Nehmen wir das noch mit. Das und das. Das kriegen wir noch mit. Dann machen wir hier. 6 können die hier auch lang? Nee, ne? Nee. Alles klar, dann machen wir hier auch nochmal 5. Zack, 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 zack. Guck mal da hinten. Und mein Lieblingszauber. So, dann haben wir 700. Dann müssen wir hier so langsam auch mal die Verteidigungslinien machen. Da machen wir auch mal einen Platz. Da können wir durch. Da können wir durch. So, und dann fangen wir erstmal an mit Betten. Wenn ihr denn hier fertig seid. Komm, Zacki, beeilt euch. Echt jetzt? Da, machen wir fertig. Yes. So, dann gibt's hier Happa Happa. You have discovered a gateway. Das können wir eigentlich wieder zumachen. Dann brauchen wir hier Verteidigung. Hier, bau mal aus. So, hier das Gold nehmen wir noch mit. Hier ausbauen. Replacement Earth complete. Ausbauen. You need a larger vault. Wie sieht es hier unten aus? Oh, haben wir den da? You are out of mana. Ah, hier haben wir auch noch was Schönes. Alles klar. So, dann machen wir hier unsere schöne Verteidigungsanlage rein. Können wir hier neben irgendwie so ein bisschen zubauen, dass die wirklich hier oben lang müssen? Ich hoffe, das passt, wie ich mir das vorstelle. Wie lange haben wir denn Zeit? 6:37. Alles klar. So, dann fangen wir an erstmal mit der Bibliothek. Dann brauchen wir auf jeden Fall. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Da eine You Gießerei. have claimed a gateway. You've claimed an incantation shrine. A
cultist has entered your dungeon. So, eine Taverne brauchen wir auch. Dann können wir hier mal wieder ein bisschen zumachen, dass die Räume effektiver werden. Hier, das Gold können wir auch noch mitnehmen. Brauchen wir auf jeden Fall. Ist hier unten noch irgendwas? Da ist noch ein bisschen Gold. Machen wir hier hinten Platz für ein paar Schlafsäle noch. You have discovered a gateway. A Chunder has entered your dungeon. So, das Gold nehmen wir auch noch alles mit. Geht's hier vielleicht auf der anderen Seite noch weiter? Haha. Hier, guck mal da, guck mal da, guck mal da, da können wir ein Bäumchen legen. You have claimed a gateway. So, guck mal. Gibt's noch einiges? Können die da weiter? Nein, können sie nicht. Okay, das heißt, hier ist der Eingang unserer Base, hier müssen sie durch, hier machen wir die Verteidigungslinie. Wonderful, wonderful, wonderful. So, dann machen wir hier drüben die Kanonen hin. Zack, zack. Da kommen zwei Klingenlotusse. Da machen wir ein Fallgatter. Ja. Sieht doch erstmal gut aus. Können wir jetzt hier die Bombe legen? Ne, noch nicht. Okay, warum auch immer. Hier hinten noch was? You've identified an artifact of experience. You cannot store more gold. Ja, ja, ist ja gut. Wir wollen eine Garnison haben. Wir wollen nämlich Oger. Machen wir erstmal so. Sobald wir das Gold haben, machen wir hier zu. Und dann brauchen wir auf jeden Fall ein Gefängnis, wie es scheint. Ist hier noch Gold? Ja. Ja, wir brauchen definitiv ein Gefängnis. Hat er einer gefurzt? So, haben wir hier irgendwo noch ein bisschen Gold? Ne, ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles abgebaut. Dann machen wir noch ein paar Betten rein. You have insufficient funds to do that. Okay, dann machen wir das hier noch weg. Blade Lotus complete. Da dicht. Brauchen wir nicht. Gut, also was haben wir hier? Wir haben einmal Level Up und die anderen zwei weiß ich noch nicht. Replacement. So, jetzt kriegen wir aber, jetzt kriegen wir die Bombe hier. Wunderbar. Dann bin ich mal gespannt, was es hier oben gibt. Hier hinten haben wir alles erforscht. Hier könnte man noch einen Raum reinmachen. 5 auf 5. Dann machen wir zack, 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 zack dazu. Dann hätte ich gerne hier noch eine Tür mit einem Klingenlotus davor. So, danke. Mach mal auf. So, 2 Minuten. So, ihr könnt euch da mal gütlich tun. 14.000 haben wir, das heißt, wir können die Garnison noch ein bisschen größer machen. Dann machen wir jetzt hier, das brauchen wir alles nicht. Haben wir hier irgendwo Platz für ein Biesten? Ja. You've identified an artifact. Time for a nap. Dann können wir das eigentlich ein bisschen größer machen. You've discovered a gold shrine. Replacement Earth complete.
Und eine Kaserne brauchen wir auf jeden Fall. Ach, haben wir kein Geld. Ach ja, Kaserne brauchen wir auf jeden Fall. Wollte ich gerade bauen, bringt mir aber nichts. Ja. Ja. Geh mal hier hinten weitermachen. Oh, guck mal da. Da ist auch noch hier. Dann könnten wir, dann machen wir das so, damit die hier nicht so weit laufen müssen. Dann haben die Goldkammer hier hin. Ja. There are new aspects available to you in the veins of evil. Ja, gucken wir gleich rein. It's time to pay your minions, Underlord. Weg da. So, 17 Sekunden. 17 Sekunden, dann ziehen wir doch alles mal hier zusammen. Ja, nerv nicht. There's no point in blocking them off, Underlord. They'll send sappers to blast a new route and make your task all the harder. Okay, also wir dürfen sie nicht blocken, weil sie sonst sich neue Routen freischaufeln. Okay. It's time, Underlord. Oh, das heißt, die würden hier hinten rumkommen, ha? Nee, das wollen wir nicht. Die sollen hier schon hier durch. Nee, die wollen aber nicht. Gut, dann rally wir nicht mehr. Was gibt's denn hier? Oh, ein bisschen. Oh, noch ein Artefakt. Wundervoll. Das ist doch geradezu prädestiniert. Aber. Achso, uns fehlt Gold. Your Blade Lotus is under attack. So, jetzt aber. 1, 2, 3. Dann. Habe ich gehört. Ne. Nicht du alleine. Komm, machen wir doch ready. A cultist is unhappy because it hasn't been paid. Ja, ist okay. Come on, lads. Let's get past this crumbling old cavern and breathe some fresh air for a change. Ja, was auch immer. Your Blade Lotus has been destroyed. Das ist nicht schön. Your minions are under attack. Dann können die von hier neben rüber knallen, ohne dass sie was machen können. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Das könnte man hier. Ach nee, auch mag ich nicht. Komm du mal da raus. So, wir brauchen eine Trainingshöhle. Ein Artifact of Workers. Oh, das ist cool. Generiert eine Sünde. Machen wir. Machen wir. Was können wir denn hier? Zack, zack, zack. Oh. Ich glaube, krassen Gargoyle. Oha. Ja, den will ich auf jeden Fall haben hier. Löbt. Your Blade Lotus is under attack. Bombard complete. Hopp. Zack, 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 zack. So, kommt mal hier hin. Schön Training. So, was machen wir? Ärgerlich. Voll, da kann man, wir nehmen hier.
Den Tank machen wir da als allererstes rein. Zack. So, dann bauen wir den Beast denn noch ein bisschen aus. Ja, ist ja nicht so wild. Frostweaver unlocked. You do not have an alchemy lab. Müssen wir auch noch machen. Alter, wir müssen so viel bauen, theoretisch. Und hier das Alchemy Lab machen wir hier rein. So, dann brauchen wir hier aber noch einen neuen Blade Lotus. Your prison cannot house additional prisoners. An Oculus is kommt mal weg da. So, dann machen wir hier Blutgeld. Zack, zack, zack. Dann können da ein paar mehr Minions dran arbeiten. Das sollte unsere Goldprobleme mal ganz schnell lösen. Your Blade Lotus is under attack. Your units have been blessed with experience. A minion is unhappy because it hasn't slept. Oh. So, eins. Shadow lost. Your bombard is. Ja, wir haben eine. Wonderful. Wir brauchen mehr Verteidigungsanlagen. Knall einfach mal rein hier. Ja, ja, alles gut, alles gut. Und jetzt nehmen wir das Artefakt. Das sieht doch jetzt gut aus, Leute. So, dann können wir die mal hier langsam hochheilen. Sehr gut, die machen. Ah, 31.000. Okay, wir können jetzt, können wir. Also, wir machen den. Oh, wir können eine Gruft bauen. Wonderful, wir nehmen den nächsten. So, Folterkammer wird vergrößert. So, einen können wir noch. So, dann machen wir das Beast denn hier noch schnell größer. Ja, gut, dann ist das halt so. Dann machen wir noch ein paar Bettchen. So, wir brauchen noch das Alchemisten-Ding da. Dann 2, 3. Können wir hier auch noch was reinbauen? So, dann machen wir hier noch eine Tür rein. Just to be on the safe side. Da kommt noch eine Tür rein. Da kommen zwei Türen rein. Ja, doch, das sieht doch erstmal gut aus. Da machen wir auf, dass die hier durchschießen können. So, dann haben wir hier 6 Blade Lotus. Jetzt können die ganzen Geschütze hier durchrotzen. Ja, guck mal, Leute, ihr hört's. Wir kriegen definitiv hier richtig, richtig gut Leute hinzu. So. Wonderful, wonderful, wonderful. So, haben wir irgendwo noch Platz für eine Gruft? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich. Was könnten wir noch machen? Eine Arena wäre natürlich noch cool, aber ja. Wohin damit? 1, 2. Hier könnten wir noch eine kleine. Hier machen wir ein bisschen Platz, dann kriegen wir hier die Arena rein. A Templar has been corrupted in your torture chamber. 1, 2, 3, 4. Zack, 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 zack. So. Und der Sache noch einmal, gutes Personal ist schwer zu finden. Ist doch ganz einfach. Man braucht eine Folterkammer.
So, Arena will ich eigentlich noch haben, aber... Ja, komm, fangen wir hier unten rein. Zack. Ach, ist das schön. Ja, schön für die Creatures. Haben wir hier vielleicht noch ein bisschen Platz für was zu fressen, ha? Dann machen wir noch hier ein bisschen Platz für Schlachthof rein. Ja, wunderbar, da ist er doch, der Beastmaster, der unsere Beasts trainieren soll. Bestialisch. So, jetzt haben wir hier noch 5. Was könnten wir denn hier noch machen? Das können wir noch. So, da haben wir eine Potion. Will summon a Frostweaver to defend your dungeon, which will dramatically slow the attack and movement speeds of any enemy it encounters. However, Frostweavers are temporary entities, melting away over time until they are but a puddle. Ich würde ihn mal ausprobieren, ha? Huh? A minion has entered your dungeon. Your armor is too small. We must get past. Smash through this underlord's defenses. Ja, sieht lustig aus. So, wir machen mal so. Die sind ja schon fast tot, wenn die hier ankommen. Was machen die denn? Ah, hier, er hier. Die knallen die ab, bevor die kommen. Ach, ist das herrlich. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen Platz und stellen hier noch so ein Ding hin. Da kommen wir durch, das heißt, wir könnten die zwei hier noch mit abholzen. Die kommen nicht an die dran. Och, ist das so herrlich. Ist das so herrlich, Leute? So, da haben wir aber schon wieder neue. Ja, komm, rein da. So, 1, 2, 3. Die dürfen hier gleich mal... Wir haben einen Nekromanten! Hello, my dear. I like that. Lass mal hier meinen kleinen Menü in Ruhe. Frechheit. Da ist auch noch ein bisschen was zum Schlafen für euch. Sehr, sehr cool. So, dann können wir hier... Ja, ist das cool. Schade, die reicht nicht. Die reicht nicht bis hier vorne hin. Bin ich immer gespannt, ob die hier reicht. Ah, egal. Oh, der war close. Habt ihr gesehen? Fast hätten sie den erwischt. Ja, was? Wo? Your minions are being attacked. Was machen die denn da? Lotus is under attack. Kuscheln. Your bombard has been destroyed. Frostweaver, ready. Was haben wir denn hier? Wunderfleisch. Machen wir doch einfach mal. Können wir? Oh. Hier nicht. Okay.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. So, oh, nein, 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 So, ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Dann hätte ich lieber das Mana. Wo sind da? Oh wow, was geht denn hier ab? Wanda? Oh, schade. Aber der ist nur K.O., ne? Oder? Ah, Verstärkung kommt. So, Rally Flag machen wir wieder weg. Jetzt machen die das hier alleine. Sehr gut. So, ach du Alarm. 4. Wir haben einen Ghoul. Brauchen wir irgendwie noch ein bisschen Platz für Schlafen? Und hier könnten wir eigentlich noch ein paar Betten hinmachen. Boah, falls irgendeiner eins braucht. Kriegen wir hier ein Heiligtum hin? Probieren wir doch mal. Alter, die sind ja richtig aggro drauf, die Jungs hier. Guckt euch das an. Die haben hier richtig, richtig Bock drauf. Man trainiert halt immer ein bisschen. Ein bisschen Mana haben wir. So, habt ihr hier freigemacht? Wunderbar. Heiligtum, ja. Ja, geht. Wunderbar. Dann machen wir was. Was könnten wir denn hier jetzt machen? Opfer. Eine Gnade. Okay, belagern. Goldsuche. Habgier. Befestigung. Aufstand. Oh, Opfer hier. A ghoul has risen in your crypt. We have no choice. Wir reformen Westmont oder wir die hier. Attack! So. Ah, verdammt, die können wir hier nicht rausrufen. Dann machen wir das so. Dann rufen wir die mal von da hinten weg. So, kommt da einfach mal raus. Erholt euch vielleicht noch ein bisschen. Ja, super, klappt. So, sollen wir hier noch Verteidigungsanlagen bauen? Hier so ein Gargoyle, hm? Machen wir da? Nix, ist dann halt so. So, wir könnten ja 1, 2, 3, 4. Hier. Timing, als ob ich es gerochen hätte. Warum ist denn hier keiner drauf? Oder ist hier einer drauf und wird nur nicht angezeigt? Guck mal.
Ist da einer drauf? Ne, jetzt. Sehr gut. So, wie sieht denn das hier unten aus, Mr. Bestienmeister? Ach, guck mal hier. Die haben voll Bock dazu zu gucken. Einser. Really? Ja. Ah, egal. Auf die Oculus können wir verzichten. So, dann wird die Folge ein bisschen länger. Das macht nichts. Kriegen wir aber auf jeden Fall hin. 3 Minuten bis zum nächsten feindlichen Angriff. Wir könnten wir da rein? Das angreifen? Dann hier hinten hin? Ach, müssen wir ja. Das letzte Bataillon erreicht den schönen Morgenpass. Okay, dann warten wir das letzte Bataillon ab. Und dann greifen wir da mal richtig fett an, würde ich sagen. So, wir könnten jetzt hingehen, einfach just for fun. Da machen wir noch hier ein paar Blade Lotus rein. There is a terrible secret waiting to be found. Out there in the depths. Ein schreckliches Geheimnis? Moment. Haben wir hier irgendwas übersehen? Gargoyle complete. One of your minions is unhappy. You've discovered an incantation shrine. Aha. Your blade lotus is under attack. Zack, den hat's gehimmelt. Blade lotus complete. Und der lebt auch nicht mehr lange. Converted in your torture chamber. A warden has been corrupted in your torture chamber. Some of your minions are unhappy. Zack, zack, zack. Ja, macht ja nichts, wenn die unhappy sind. Guck mal, was wir hier. Blade Lotus complete. A warden has been corrupted in your torture chamber. Ja, wir haben richtig, richtig viel Stuff. Blade Lotus has been destroyed. Your Blade Lotus is under attack. Oh, die kommen hier mit richtig viel. Oh, komm, legen wir nochmal nach. Was ist das denn? Feuerspucker. Ah, sind auch welche von denen. Eine Priesterin wahrscheinlich zum Heilen. So, haben wir hier wieder was frei? 1, 2, 3, wunderbar. 1, 2, 3. Praktischerweise sorgt der Feind hier für Nachschub. Gut, dann wollen wir mal vorrücken. Ist egal. Oder hätte ich jetzt hier welche reinschmeißen müssen? Ach, ja. Ja, never mind. Wir wollen ja jetzt hier durch. Guck mal, was hier alles angerannt kommt. Wie viel haben wir denn eigentlich? Das 4, 8, 10, 19, 21, 22, 23, 27, 30, 33, 35, 38, 40, 1, 45, 5. Ach, du Allah. Ach du Alarm! Ja, scheiß der Hund drauf. Rally on me! One more pushlet! Keep to your brothers and break this damn blockade! Ja, genau. Break this damn blockade. Das möchte ich sehen, Leute.
Das möchte ich sehen. The Empire's Huntress is a fierce ranged attacker who is adept at hunting the undead and is more resistant than most to beast attacks. She works in the arena, drilling her allies until they are as sharp as she is. Come on, lads! Mm. Let's get past this crumbling old cavern and breathe some fresh air for a change! Ja, mach dir mal. The Empire's High Guard is the pinnacle of their army. Strong in attack, resistant in defense, and insufferably arrogant. Oh, hier ist einiges K.O. gegangen. Ich merke das, aber warum? Das war so nicht geplant. Bitte mal zurückziehen, was noch lebt. Was ist das hier? Das? Wow. Also, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. So viel zu alle Mann rein da. Lotus is under attack. So, wie viel von den Kleinen haben wir noch? 5. Viel zu wenig. 6, 7 mit denen 2. 2. So, beschwören wir mal ganz schnell welche. Ja, ja, ist ja okay. Ihr dürft ja zurück. Your blade, Lotus, has been destroyed. So, dann werden wir hier mal ein bisschen so rangehen. Krass, was hatten die denn da für eine Armee? Damit hätte er jetzt nicht gerechnet. So, davon haben wir noch 4 Stück. Die beschwören wir allerdings erst, wenn die hier vorne sind. A Juggernaut cannot satisfy its needs because it is rallied. Achso. Ja, ist egal. Rally brauchen wir jetzt. Die sind gleich da. So. Ach, du Alarm. Okay, ja, dann, schauen wir mal, splitten wir die mal ein bisschen, ha? Zack! Your bombard is under attack. Your blade Lotus has been destroyed. Ach du Alarm, was da alles kommt, ey, Wahnsinn. Wir hätten dann doch lieber die letzte Welle abwarten sollen. Aber egal, sieht doch ganz gut aus. Euch kann es ja eigentlich freuen, ne? Ihr habt ein bisschen mehr von dem Video. Wird wieder ein bisschen länger. So, dann pushen wir die jetzt auch gerade nochmal schönerweise da rein. Bam! Dann können die ganzen Bombarden nämlich loslegen. Dann können wir die Rally Flag wegmachen. Sehr schön. Bloody well done. But there's more yet to come. Tja, das war's. Tatsache. A crushing victory, Underlord. The Empire's forces are broken, and the stragglers can merely huddle in fear as they await our final strikes. Tja, aber was war jetzt hinter den einen Wänden da? Da hätte man ja noch durchgekonnt, verdammt.
Na gut, wir werden das in dieser Runde nicht mehr kennenlernen oder in Erfahrung bringen. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, probiert es doch selber mal. Guckt mal, ihr habt ja gesehen, so zwischendrin war so eine Szene, wo ich gesagt habe, da kann man noch was entdecken. Ah, dieses finstere Ereignis. Probiert es mal aus. Es geht auf jeden Fall. Ja, aber an der Stelle sind wir dann wieder so weit, dass wir eine geile Folge hatten. Also richtig, richtig viel Action. Wir hatten über 50 Minions. Krasser Scheiß. Und die sind nachher fast gewiped, weil der Feind eben noch mehr hatte. Aber dann seht ihr, was da eventuell noch kommen kann. Also ich habe da richtig Bock drauf. Ich freue mich auch schon wieder mega auf die nächste Folge. An euch eine Bitte, lasst gerne mal einen Kommi da, wie es euch gefallen hat, was ihr euch eventuell für die Zukunft wünscht. Auch so. Guckt gerne mal im Discord vorbei. Alles in der Videobeschreibung. Ansonsten sage ich herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Schön, dass ihr da wart. Und wir sehen uns das nächste Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.